Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play YouTubers Live. Und wir sind hier im wunderschönen Internetnavigator unterwegs, weil wir hier, glaube ich, nichts mehr kaufen können. Aber wir haben ja eine neue Konsole, die PS Vital. Die gönnen wir uns jetzt mal. Und dann wollte ich neue PC-Spiele. DAL-PC. Hooray. Ja, das kommt gut an, das weiß ich. Neurotic Bomb. Creepy Spelunky. Topseller. Infinite Chipmunk. Romantic Pogo. Okay, wir kaufen den hier mal. Ich weiß nicht, ob das noch angesagter wird. Ich glaube nicht. Omega Harpoon Zombies. Middle Eastern Funk. Top Bewertung. Okay, da kaufen wir Prey jetzt halt auch. Neueste Shining. Omega Harpoon Zombies. Das kaufen wir jetzt. Dann passt das. Und ich wollte jetzt ja weiter den Klamottenladen leer kaufen. So, dann müssen wir nämlich hier weitermachen. Wenn ich nämlich so oben links mein Geld angucke, können wir jetzt mal locker hier alles einkaufen. Das sieht cool aus, so ein Traumfänger. Das hat auch was. Ich würde nie im Leben meinen Schrank so voll mit Klamotten kaufen, in echt. Also. Aber ich muss jetzt alles haben. Damit wir auch die fette Auswahl haben. Und wie gesagt, auf dieses Netzwerk scheißen wir einfach. Weil irgendwie funktioniert das immer nicht und ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, da irgendeinen Scheiß zu erfüllen, was die Leute eh nicht sehen wollen. Und dann laden wir lieber das hoch, was wir hier machen wollen. So in-game zumindest. So, dieser Rock sieht echt hässlich aus, aber... Wir kaufen alles, was wir sehen. Jetzt irgendwo nicht bitte den Button einfach alles kaufen. Schuhe. Ich bin auch echt nicht der Typ dafür, der sich 30 Schuhe kaufen muss. So. Die Schuhe war ich gerade Brillen. Das war super hässlich, aber wir kaufen auch hier alles. Güte. Das will auch keiner, aber wir kaufen es. Ein Eski. Das sieht aus wie ein Bär. Wrestling-Maske auf jeden Fall. Halsketten. Das sieht auch alles hässlich aus. So, Errungenschaft, Kleidungsmeister, ja. So muss das. So muss das. Eigentlich müssten wir das mit diesen PC-Sachen auch machen. Einfach alles kaufen. Auf den erstmal. Alles, was so gute Bewertungen hat, ne, das nehmen wir jetzt mal mit. So. Wir verschwenden überhaupt kein Geld. Nein. Dann laden wir das mal hoch. So. Alte. Nein. Okay, dann geh halt. Ist auch okay. So, das
das Gameplay. Und dann darf Emilia jetzt auch dann noch das letzte Mal das Ding hier erfüllen. So. Review. Bitte schön, ihr bekommt euer dummes Review. Ihr habt die neue Konsole. Oh yeah. Juhu. Wo ist die? Ne, der. Ich sag immer die zu dem, ey. Okay, du darfst ein Video aufnehmen. Infinite Chipmunk. Mach mal ein Gameplay davon. Honor. Du gehst mein Arbeitsplatz 2. Honor, mein Lieber. Ein Video aufnehmen. So, ich möchte nämlich auch mal wieder ein Video aufnehmen. Das habe ich schon so ewig nicht gemacht. Virtual Boss. Gameplay, ja. Du bist mein Arbeitsplatz 3. Ja. Was ist mit dir aus? Machst du noch Kurs? Ich kann man gar nicht anklicken, das ist auch schön. Gut zu wissen. So, dann bewerben wir mal den Spaß hier. Akzeptieren, bewerben. Und ich wollte hier mal bei meinen Friends gucken. Carlos hatet uns richtig. Emilia. Emilia ist voll, Connor ist voll, Jaden ist voll. Und Andres müssen wir noch ein bisschen voller machen. Wir machen so ein Selfie. Wir stellen uns jetzt mal hier hin. Ups. Ja, dann halt so. Hochladen. So, am besten hier so. Stell dich mal hier so hin. Dann machst du so ein Selfie. Hallo Chihiro, ich schreibe im Auftrag meiner Firma Honey. Wir haben deine Videos gesehen und würden dich bitten, ein Dual-Video von unserem neuesten Spiel Flamboyant Surgery für Honey PSP zu machen. Ja, machen wir. Dankeschön. Machen wir ein Unboxing? Ja, warum nicht? Wir wollen auch mal wieder ein Video machen, in der Tat. Ray Unboxing. 1. Weil wir das 5-mal unboxen können, ne? Deswegen Nummer 1. Ja, wir wissen, dass Emilia toll ist. Wir können schon mal mit ihr nichts mehr machen. Dafür können wir dann gleich das Dual-Video mit ihr machen. Ne? Ist ja auch nicht schlecht. Wie ist es bei dir? Du bist auch noch nicht fertig oder so. Ja, ist okay, ist okay. Aber er ist fertig. So, ich starte die Aufnahme mit einer lustigen Begrüßung. Ich bin auch mal wieder am Labern. Sieht voll gekonnt aus. Okay, ernster Kommentar. Ich bin hier einfach die ganze Zeit dabei, ihr zuzugucken, wie sie das macht. Und vergesse, dass man nebenbei Sachen anklicken muss. Kann ja mal passieren, ne? So, interaktiver Ladebildschirm. Erstmal ein langer Kommentar. Ja, also bei uns als YouTuber läuft, ne? Du hast 20 Kills gemacht. Oh, cool. Nervige Kritik. Erstmal die Wasserflasche leeren. Ausschnitt. Am Fasten, was mich ja immer so richtig stört, ist dieses Wasser trinken, ey. Ich finde es erfrischend, wenn man wirklich Durst hat, aber ich würde gern zwischendurch einfach mal, ich will ja nicht unbedingt Cola oder sowas trinken, aber einfach so ein Saft oder so. Also ich mische mir ja gerne Multivitaminsaft mit Wasser oder von HSC war jetzt im Angebot, da habe ich mir das mal wieder gekauft. Auch so ein Saft mit Heidelbeer, Granatapfel, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig lecker. Und den darf ich ja auch nicht trinken, wenn ich gerade am Fasten bin. Das ist halt irgendwie, ja, ist ein bisschen blöd, ne? So, wir werden dich wieder kontaktieren, ist auch nett gesagt. Mensch, also langsam wird es bei uns, ne? Das laden wir mal hoch. Okay. Das machen wir. Aber erstmal müssen wir ein Dual-Video machen. So. Kurs abgeschlossen.
Ist ja nicht schlecht, wenn sie die ganzen Kurse beherrschen. So. Du legst auch erstmal hoch, was du hast. Boah, 10 Jahre später. Erstmal angeben, dass alle auf 100 sind und wir noch nicht. So, wir machen das Dualvideo mit Connor, würde ich sagen. Vielleicht gehen wir erstmal schlafen. Das wäre vielleicht erstmal schlauer. Omega-Harpoon-Zombies. Gameplay. Machst du an Arbeitsplatz 2 bitte? Ja. An Emilia. So, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Okay. Und Salat. Ich bin einer deiner größten Fans. Ich will nicht wie ein Stalker wirken, aber ich gebe dir 30 für Outfit Koch aus deinem Schrank. Niemals. Das hast du gut gemacht. Du solltest dich für sowas nicht hergeben. Du hast Erfahrung gesammelt. Ich kaufe doch nicht alles, um es dann an irgendwelche Fans hier loszuwerden. Ey, was denkt ihr euch denn? So, Emilia. Du darfst auch ein Buch aufnehmen. Alter. Ich, ja. Infinite Chipmunk. So, da haben wir schon Gameplay von. Virtua Bus. War auch schon Gameplay. Egal, sie macht jetzt ein Gameplay. So, und zwar an Arbeitsplatz 3. Ja. So. Andres oder Andres. Wir nehmen uns jetzt auch ein Video auf. Wir haben jetzt ja extra viele PC-Krams gekauft. Ray, das will keiner sehen. Super. Das haben wir voll umsonst gekauft. Nimm mal die Omega-Harpoon-Zombies. Nee, warte, die müssen wir dualen, oder? Egal. So, du nimmst dann Arbeitsplatz 4, ja. Genau. So, und wir nehmen jetzt das Dualvideo auf. Gemeinsam Projekt. Gemeinschaftsprojekt. Ich glaube, es waren die Omega-Harpoon-Zombies. Steht jetzt ja nicht hier oder so, ne? So, wir nehmen jetzt Arbeitsplatz 1 dafür, ja. Dann haben wir nämlich auch mal so Ergebnis. Passt. Wir bewerben natürlich alles. So, wenn wir einfach so weitermachen, dann läuft das doch. Er steht da voll entspannt. Connor, unser Liebling. Oh, Begrüßung mit Nachahmung. Warum hat er sowas und wir nicht? Ich glaube, ich muss mir die Karten nochmal angucken. So, Zusammenfassung des Spiels. Auf jeden Fall ein langer Kommentar. So. Endlose Dialogszene. Beiläufige Kritik. Muss gleich noch mein Essen loggen, fällt mir so ein. Zeit bevor das Spiel startet. Wütender Kommentar. Oh ja, von Connor. Ich muss gerade an das. Wie heißt dieses Kit nochmal? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Verdammt. Dieses Kind, was da halt voll eskaliert, weil Ladebildschirm und so. Ist richtig alt, das Video. Verdammt, wie heißt das denn? Oh, kennt ihr das? Wenn ihr etwas sagen wollt, aber dieses Wort, das ist einfach so aus dem Gehirn ausradiert in dem Moment. Nee, das wollen wir nicht. Du kannst gerne was machen, aber nichts, was gegen Urheberrechte verstößt. So. Mann. Sprechen ist schwierig. So, dein Ratschlag ist leider nicht so viel wert, deswegen muss ich hier meins nehmen. So. Ich mache jetzt mal neue Karten, weil hier eh alles doof ist. Oh, der ist kaputt. Dann dürfen wir den danach reparieren. Aber wir müssen eh zu Präsentationen. Okay. So, dann klatschen wir mal hier alles aneinander. Okay. Irgendwann kommen wir hier auch mal auf 100. Das gibt dann bestimmt auch einen Erfolg oder so. Mal gucken. So, dann zeigt mal eure Videos. Mach mich hier reich, ich sag euch das. Wir werden hier richtig das Geld verdienen. Hochladen. Ja. So, du lädst deins auch mal hoch. Virtua Bus. Ob das irgendwas mit Virtual Bus zu tun hat, nur dass L einfach weggelassen wurde aus irgendwelchen Gründen, wer weiß. Omega Harpoon Zombies. Ja. Das müssen die echt mal ändern. Bitte bringt einfach ein Patch raus, der das wegmacht. Bitte.
ich gehe so zum Event, das passt. Wenn diese dumme Kuh jetzt nicht weglaufen würde, könnte ich dir auch noch Aufträge verteilen. So, Omega-Harpoon-Zombies. Mal Arbeitsplatz 2, weil Arbeitsplatz 1 ist ein bisschen kaputt. So, Connor darf auch noch was aufnehmen. Und mehr Leute können wir, glaube ich, nicht versorgen. Das könnte schwierig werden. So, du gehst an Arbeitsplatz 3. So, ja, okay, Andres schaffen wir nicht mehr, aber das ist nicht schlimm. Omega Magic Inspector. Jetzt haben wir so eine da. Willkommen auf der Präsentation von Omega Magic Inspector. Oh, ich finde halt blöd, dass das immer so ein bisschen gleich gehalten ist, ne? Da könnte man irgendwie gucken, ob man das vielleicht abändert. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste, wie man das jetzt großartig abändern soll, aber naja. Ja, hier bekommen alle Spiele die Pressewertung gut. Wollte ich nur mal gesagt haben. Mich interessiert nicht, wann das Game veröffentlicht wird. Wow, das ist genug. Ja, ich habe auch genug auf jeden Fall. So einen Vlog könnte ich, glaube ich, hochladen. Geh mal hier so hin. Ich kann keinen Vlog aufladen, ey. Oh. Da ist Andres. Über Leute reden. Ups, über Arrow reden. So, über Videospiele reden. Wir machen uns den mal hier so gut. Über Ruhm reden. Über Arrow reden. Dann machen wir uns den mal hoch. Mit Zolli können wir nicht mehr reden. Das haben wir uns gründlich vergeigt mit Zolli. So, über Geld reden. Überlege, ob wir uns hier so einen Typen nehmen, wo wir uns mal ranschmeißen und dann mal diese Beziehungssache ausprobieren. Aber die sehen halt alle hässlich aus. Mit denen will ich gar nichts anfangen. Ah, gut, dann haben wir den auch geklärt. Gott, ist der hässlich. Rain Casey. So, wir posieren für die Presse. Neben Allison. Juhu, schon wieder eine Präsentation. Das ist nicht nervig oder so. Nein, nein, das mache ich total gerne. Juhu, ich freue mich nicht. Mensch, der Part ist auch schon wieder gleich vorbei. Ja, da macht man hier irgendwelche Sachen. Jetzt habe ich schon wieder irgendwelche Spiele bekommen. Ach nee, ich habe ja welche bestellt, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Bewerben. Öffnen. Das reparieren wir bitte mal. Du wolltest ein Video veröffentlichen. Ja, mir wurde das hier nicht angezeigt. Ich weiß nicht, was für ein Video du haben wolltest, mein Freund. Es tut mir leid. Also eigentlich tut es mir sogar nicht leid, aber naja. Cyberduck. Dann spielen wir doch mal Cyberduck. Nicht an dem Arbeitsplatz schon mal, gut zu wissen. So, Emilia. Darf auch ein Video aufnehmen. Von Legendary Hill Billy oder so. Emo Turtle. Da Omega Harpoon Zombies. Das kommt anscheinend gut an. Das ist schon mal nicht schlecht. Arbeitsplatz 3 ist besetzt. Na gut zu wissen. Bewerben, ja. Ja. So, du nimmst auch ein Video auf. Du darfst mal was von hier aufnehmen. Professional Yuck. Was auch immer. Aber du darfst es aufnehmen. So, und zwar an Arbeitsplatz 1. Der ist nämlich jetzt wieder heile. Dann gehen wir mal schlafen. Und essen einen Hamburger. Und dann können wir den Part auch, glaube ich, schon beenden. Wir haben einfach 6 Millionen Abonnenten. Ich muss warten, bis mein Partner fertig ist. Ja, das ist kein Problem. Das kannst du doch machen. Du bist ja nicht gezwungen, das sofort zu machen. Wir haben ja richtig gut Geld auf Vorrat. Also,
Ja. Das passt alles. Joa. Und dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.